vorausgesagt, dass der Kopfzünder die größeren Schwierigkeiten macht. Es war nicht so. Es war der Heckzünder, der etwas schwieriger rausgekommen war. Ansonsten lief die Entschärfung wunschgemäß ohne größere Schwierigkeiten. Sprengstoffexperten vom Kampfmittelräumdienst haben am Sonntag in Konz eine Weltkriegsbombe entschärft. Bevor sie mit der Entschärfung beginnen konnten, musste die Innenstadt in einem 1-Kilometer-Radius um den Fundort der Bombe evakuiert werden. Direkt betroffen waren 6.600 Menschen. Auch zwei Bundesstraßen und drei Zugstrecken mussten gesperrt werden. Der wohl größte Einsatz in der Geschichte des Landkreises Treysaarburg hat um 6 Uhr begonnen. Insgesamt waren mehr als 600 Helfer dabei. Volksfreund.de hat mit einigen Beteiligten gesprochen. Zunächst wurden das Seniorenhaus zur Buche und ein Wohnheim der Lebenshilfe geräumt. Die Malteser und das DRK haben sich auch um die Menschen in den Notunterkünften gekümmert. Also es sind ca. 136 Transporter aus der Buche, 40 hier aus dem Lebenshilfewohnheim sowie die 40 aus der Bevölkerung, also knapp über 200 Transporter. Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass wir alle wieder wohl zurückbekommen, dass die Transporte so wie bestellt auch abgearbeitet werden. Wir haben natürlich ein bisschen Zeitdruck, dass wir die 4 Stunden einhalten bis 11 Uhr, aber momentan läuft alles planmäßig und wir können durchweg bis jetzt ein positives Feedback ziehen. Also angefangen haben Sie um 7 Uhr? Wir haben offiziell angefangen um 6 Uhr mit dem Aufbau des Rettungsmittelhalteplatzes, der sich beim Edeka-Markt hier in Konz befindet, und sind seit 6.30 Uhr mit der Evakuierung der beiden Häuser beschäftigt. Also es war wirklich von A bis Z alles eine sehr gute Zusammenarbeit und auch es hat wirklich Hand in Hand funktioniert. Also es war wirklich eine große Freude zu sehen, wie die Bereitschaft von allen Mitarbeitern ist. Sogar ehemalige Mitarbeiter sind gekommen und haben gesagt, natürlich helfen wir packen an. Angehörige waren sehr, sehr hilfreich. Also es klappt sehr, sehr schön. In Notunterkünften am Konzer Schulzentrum hatten die Malteser das Sagen. Norbert Bermes erklärt für Volksfreund.de, was dort los war. Also zurzeit aktuell sind wir ca. 110 Betroffene, die das Evakuierungsgebiet verlassen haben und sich jetzt hier eingefunden haben. Und wie viele könnten insgesamt unterkommen bei Ihnen hier? Der Platz hier ist ausgelegt für bis zu 1000 Betroffenen und wir gehen davon aus, dass es auch ausreichend ist. Feuerwehr und Polizei haben dafür gesorgt, dass das Sperrgebiet menschenleer ist zum Zeitpunkt der Entschärfung. Achtung, Achtung! Hier spricht die Feuerwehr. Bitte verlassen Sie sofort das Räumungsgebiet. Dirk Dresselhaus, stellvertretender Wehrleiter der VG Konz, erklärt, wie sie dabei vorgegangen sind. Genau, wir sind die Abschnittsleitung Räumung bzw. Evakuierung. Und wir sind auch zuständig für die Kontrolle des Gebietes, des Schadensgebietes bzw. des Sperrgebietes. Und wie werden Sie da vorgehen? Wir werden Trupps einsetzen, die fußläufig unterwegs sind und im Endeffekt an jedem Haus klingeln und gucken, ob sich noch irgendwelche Bewegungen da ergeben. Die Evakuierung war pünktlich vor 13 Uhr abgeschlossen. Dann hieß es Daumen drücken. Der Kampfmittelräumdienst brauchte etwa 45 Minuten für die Entschärfung der Bombe. Um 13.50 Uhr gab die Einsatzzentrale im Kloster Karthaus Entwarnung. Der Konzer Bürgermeister Joachim Weber hat den Einsatz geleitet. Er ist sehr zufrieden. Ja, ist ein hervorragender Tag für die ehrenamtlichen und auch die hauptamtlichen Kräfte hier in der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz. Wir haben nicht nur ein erfolgreiches Ergebnis, was die Entschärfung der Bombe betrifft, sondern auch ein äußerst erfolgreiches Ergebnis in der Zusammenarbeit aller Kräfte, die gebündelt werden mussten. Alle haben an einem Strang gezogen. Es gab eine große Akzeptanz in der Bevölkerung, sodass es keine Probleme gab. Und die verschiedenen Organisationen haben ganz hervorragend zusammengearbeitet.